Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer Veranstaltung im Orff-Zentrum München. Die Veranstaltung ist einem historischen Tondokument gewidmet, nämlich dem Komplettmitschnitt der Uraufführung von Karl Orffs Ödipus der Tyrann 1959 in Stuttgart. Und welchen Mann bedeutet er dies Schicksal? Uns war, o König, Laios vormals Herr in diesem Land, eh du die Stadt gelenket. Ich weiß es, hab's gehört, nicht wohl gesehen. Da der gestorben, will er deutlich nun, dass man mit Händen strafe jene Mörder. Doch wozu Land sind die? Wo findet man die zeichenlose Spur der alten Schuld? In diesem Lande, sagt er. Ich begrüße an meiner Seite Herrn Professor Dr. Franz Willnauer in seiner Eigenschaft heute als Zeitzeuge. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Herzlich willkommen. Welche Eindrücke verbinden Sie jetzt ganz spontan mit diesem Besuch der Uraufführung? Oh, ihr des alten Kadmos Kinder, Neugeschlecht. In welcher Stellung hier bestürmt er mich, ringsum gekränzt mit bittenden Gezweigen. Auch ist die Stadt mit Opfern angeführt vom Päan und von seufzendem Gebet. Das wollte ich nicht von anderen Boten, Kindern vernehmen. Selber komm ich hierher, ich mit Ruhm von allen genannt. Bei Orffs Antigone, das weiß ich noch ganz genau, stand ich als 16-jähriger Gymnasiast ziemlich allein da und musste mit etwas bisher nie Gehörtem, mit etwas wahrhaft Unerhörtem fertig werden. 10 Jahre später war ich, Sie sagten es, 26 und wohlbestallter Musikkritiker für das Neue Österreich, die Neue Zeit in Graz, die Salzburger Nachrichten und wenig später auch für die Süddeutsche Zeitung, schickte man mich zur Berichterstattung nach Stuttgart, wo Walter Erich Schäfer um die Uraufführung des neuesten Orff-Werks, Ödipus der Tyrann, eine Karl-Orff-Woche als beeindruckende Leistungsschau seines Staatstheaters veranstaltete. Und die fast 6 Jahre meiner Stuttgarter Opernzeit zählen zu den schönsten meines Lebens. Ihnen verdanke ich auch die persönliche Bekanntschaft mit Karl Orff, die mit Stolz, darf ich das sagen, zur richtigen Freundschaft wurde und mir die intime Kenntnis des Orffschen Schaffens vermittelte. Als auch in vergangener Irre die Heergestürzt war über die Stadt vertrieben dir die Flamme des Übels, so kommet auf jetzt, ihr Winter! Ich gestehe Ihnen gern, dass mich seltsame Gefühle überkommen haben, als ich nach 57 Jahren meine damals geäußerte Meinung wieder las. Kein Wort muss ich ändern an den Sätzen der Bewunderung, die ich damals für die, Zitat, exemplarische, allen Schwierigkeiten spottende Aufführung gefunden hatte, für Günter Rennerts bohrend intensive Regie, die die genaue Mitte traf zwischen der Nähe des Miterlebens von Ödipus' Schicksal und der Distanz seiner Objektivierung ins überindividuell Symbolische, für Kaspar Nehrs stilisierte, in den Symbolfarben der Pest und des vertrockneten Blutes gehaltene Szenerie, für Ferdinand Leitner und Chor und Orchester der Württembergischen Staatsoper, die das, alles Zitat, Musterbeispiel einer schlanken, rasant vorwärts treibenden Orff-Musik demonstrierten und schließlich für die Leistung des Ensembles der Stuttgarter Staatsoper mit so erlesenen Kräften wie Fritz Wunderlich, Astrid Warnay, Hans-Günther Nöcker und dem grandiosen Sängerschauspieler Gerhard Stolze als Ödipus an der Spitze. Es ist so, Sie wissen wahrscheinlich, das Stück ist ein altgriechischer Krimi, so kann man es
bezeichnen. Der König der Stadt Theben will einen Mörder seines Vorgängers Laios ermitteln und im Lauf des Stücks muss er erfahren, dass tatsächlich er selbst der Gesuchte ist. Es ist also eine riesige Fallhöhe, die sich über das gesamte Stück ergibt, vom Anfang bis zum Schluss. Am Ende, und das ist das Entscheidende, und das macht dieses Stück zu einer griechischen Tragödie, am Ende akzeptiert Ödipus aber den Willen der Götter. Er erkennt, dass das der Wille der Götter ist, denn voraus ging ja ein Fluch über das gesamte Geschlecht des Ödipus, über die Familie. Und er ist derjenige, der das jetzt sozusagen büßen muss. Gesollt und wohne bei, wo ich nicht sollt und da, wo ich es nicht gedurft, hab ich getötet. Das ist eine einmalige Chance. Und ja, das war anstrengend, sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen, weil man eben nicht den Fluss der Bilder hat und wenn man die Texte auch nicht immer so verstanden hat. Aber ja, insgesamt ein sehr eindrucksvolles Erlebnis, ja. Heute Abend, ich finde es großartig, dass der Dr. Rösch den Mut hat, so etwas zu initiieren, sowas wirklich mal wieder einfach darzubringen. Schade, dass es keine Aufzeichnung davon gibt. Heute zeichnet man alles auf, jede Pipifax wird aufgezeichnet, aber so eine Inszenierung wäre wirklich interessant, die Regie von Herrn Rennert einfach mal wirklich filmisch auch zu sehen. Also ich fand die Visualisierung, die Herr Dr. Rösch da vorgenommen hat, außerordentlich gelungen. Die Mischung von Bühnenbild und Figurinenentwürfen von Neher mit Szenenfotos von damals und das sozusagen zu koordinieren mit den jeweiligen Szenen im musikalischen Ablauf, ist ihm sehr gut gelungen. Und damit ist ein ganz lebendiger Eindruck von dieser Aufführung auch wieder entstanden. Ich fand es einen wunderbar gelungenen Abend.